Im Februar sollen die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang über die Bühne gehen. Doch die politischen Spannungen um Nordkorea und die damit verbundenen UN-Sanktionen beschäftigen auch die Sportwelt. Der Präsident des International Olympischen Komitees, Thomas Bach, nimmt bei der 130. IOC-Versammlung, die dieses Jahr in Perus Hauptstadt Lima stattfindet, Stellung. Die Resolution kann und wird ein wichtiges Symbol für die Verständigung der internationalen Community sein, Frieden zu bringen. Daher brauchen wir nicht über einen Plan B zu sprechen. Es wäre der falsche Zugang, jetzt über verschiedene Szenarien für die Olympischen Winterspiele zu diskutieren. Pyeongchang liegt keine 100 Kilometer südlich des berühmten 38. Breitengrades, der die zwei Länder seit dem Koreakrieg trennt. Der IOC-Präsident reicht Nordkorea die Hand. Basierend auf unserer politischen Neutralität halten wir die Türen offen, um auch Athleten Nordkoreas an den Winterspielen teilnehmen zu lassen, wenn sie sich hierfür qualifizieren. Doch das IOC wird die Lage in Nordkorea in den kommenden Monaten wohl mit viel Anspannung verfolgen.